Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie bei dnews24tv begrüßen zu dürfen zu einem D-Talk mit Felix Adlon. Felix Adlon ist Filmemacher, trägt einen ganz berühmten Namen und er ist Teil der berühmten Hoteliersfamilie Adlon, hat darüber auch ein Buch geschrieben und deswegen sprechen wir heute miteinander. Herzlich willkommen, Herr Adlon. Ich grüße Sie. Herr Ich Adlon, freue Sie mich, hier haben zu sein. Adlon, Sie haben in Ihrem Buch die Familiengeschichte aufgeblättert und natürlich in den Fokus gestellt, die Geschichte des Hotels Adlon in Berlin, ein unglaublich renommiertes Haus, wahrscheinlich weit über Deutschlands Grenzen hinaus, auch jetzt nach dem Mauerfall wieder neu erstanden. Warum sind Sie nicht selbst Hotelier? Sie sind Filmemacher, aber Sie, soweit ich weiß, betreiben kein Hotel. Warum sind Sie aus der Familienlinie ausgebrochen? Ja, ich bin ja nicht derjenige, der ausgebrochen ist. Ausgebrochen ist mein Vater oder beziehungsweise ausgebrochen sind mein Großonkel und meine Großmutter aus dem Grund, weil das Adlon ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Ostsektor war und es trotz Bemühungen Heddas, meiner Stiefurgroßmutter, keinen, also wir wurden enteignet. Das heißt, die Familie hatte, was das Haus und was das angeht, nichts mehr zu melden. Louis war tot, Karl, die ganzen, meine Großonkels waren alle in Amerika. Und deswegen, mein Vater hatte sowieso immer nur Musik und Literatur im Kopf und machte seine Bahn dann über eben Schauspiel, Germanistik, Schauspiel, dann lange Zeit Radio beim Bayerischen Rundfunk, wo er dann auch seine ersten kleinen Dokumentationen und Künstlerporträts gemacht hat, bis hin halt zum Filmregisseur und Filmproduzent gemeinsam mit meiner Mutter. Und ich bin mit 12 Jahren eigentlich schon eingestiegen in das Filmgeschäft. Da habe ich angefangen, als Kameraassistent Kamerakoffer über die Pyrenäen zu schleppen, als wir einen Film über Leonard Frank gemacht haben, der eine unfassbare Flucht hingelegt hat vor den Nazis. Und habe halt Blut geleckt. Und das ist eine für mich Karriere andauernde Kooperation mit meinem Vater und meiner Mutter. Ihr Urvorfahr hat das Adlon in Berlin gegründet. Er war erfolgreicher Gastronom. Man kann sagen, nicht nur dort, wo er geboren wurde, in Mainz, sondern auch in anderen Städten Europas, hat sich dann nach Berlin begeben und dort die Idee entwickelt, ein sehr luxuriöses Hotel zu bauen. Damals gab es ja noch keinen Massentourismus, so wie heute, Mallorca, Bierstraße, und das gab es ja alles nicht. Aber es gab halt schon sehr wohlhabende Menschen, die in Europa herumgereist sind. Und es gab vor allem Feste, bürgerliche Events, würde man heute sagen, die dann zunehmend in Hotels veranstaltet wurden und weniger in den Häusern und Villen der großbürgerlichen Gesellschaft. Was mich besonders beeindruckt hat an diesem Teil der Geschichte ist, dass Kaiser Wilhelm II., das deutsche Staatsoberhaupt, damals dieses Projekt ihres Vorfahren sehr unterstützt hat. Man verbindet ja mit Kaiser Wilhelm immer Großsprecherei, oftmaliges Wechseln des äußeren Outfits, eine gewisse persönliche Unsicherheit. Aber dass er ein großer Förderer der Wirtschaft war und auch der Wissenschaft, er war sozusagen Initiator vieler technischer Hochschulen in Deutschland. Das kommt viel zu wenig vor. In Deutschland hat er einen großen Modernisierungsschub in seiner Regentschaft absolut gegangen. Wie kam es dazu, dass sich also dieses Staatsoberhaupt, das war an der gleichen Straße residierte, im Stadtschloss unter den Linden, aber auf der anderen Seite der Straße, am anderen Ende der Straße, für das Bauprojekt des Hotels Adlon interessierte? Ja, kennengelernt haben sich der Kaiser und mein Ururgroßvater Lorenz auf der Gewerbeausstellung. Da sind sie sich zum ersten Mal begegnet. Und die Gewerbeausstellung damals in Berlin war ja größer als die Weltausstellung in Paris, von den Quadratmetern alleine schon. Ja.
Und zusammen mit dem Herrn Dressel hat mein Urgroßvater in der Gewerbeausstellung eben das Hauptrestaurant und etliche Seitenrestaurants. Ich glaube, wir haben 4 Restaurants auf der Gewerbeausstellung betrieben. Und zur Eröffnung kam natürlich der Kaiser. Der Grund, weswegen Berlin keine Weltausstellung hatte, weil das war eigentlich das Ziel, die wollten in Berlin eine Weltausstellung machen, war, dass sie Angst hatten, dass die Leute, die aus aller Welt zu diesen Weltausstellungen kommen, nicht mehr nach der Weltausstellung nicht mehr viel zu sehen hatten. Der Kaiser hat das Gefühl gehabt, Berlin hat nicht genug zu bieten. Und das war genau dieses Manko, das der Kaiser hatte. Der hat tatsächlich gedacht, Berlin ist nicht fortschrittlich genug. Und deswegen hat er das so gepusht. Ja, ohne Frage war der Kaiser ein Mann, der sich gerne präsentiert hat. Ja, und so wollte er auch seine Hauptstadt haben, seine Stadt, ja, das wirklich etwas hermacht und herzeigt. Und die Idee eines Adlons, also wir vermuten, dass der Herr Dressel ein Partner meines Ururgroßvaters war, insoweit, dass ich glaube, dass er das Adlon mit dem Dressel gemeinsam gemacht hätte, weil die wirklich ein gastronomisches Erfolgsteam waren. Ja. Hugo Klicks auch, hat damals das Continental gebaut in Berlin, in dem mein Urgroßvater auch eingestiegen war. Aber Dressel ist dann leider relativ rasch gestorben. Das heißt, mein Urgroßvater, hat es dann alleine gestemmt. Aber mit Hilfe des Kaisers. Und das war damals sehr, sehr wichtig, weil das war das Hauptklientel. Ja, die Adeligen, das Militär, das hochrangige Militär, das war Glitz and Glamour damals, nicht? Und insofern war der Kaiser sehr, sehr wichtig für das Projekt. Und ich glaube, dem Kaiser lag auch wirklich sehr viel daran. Er hat ja selbst gesagt, bei mir zieht's, gehen Sie ins Adlon. Ja, und das war das Gästehaus des Kaisers. Und nach wie vor, ich meine, nach dem Wiederaufbau, nach dem Mauerfall, nachdem wir das Adlon gemeinsam mit Kempinski wieder dahingestellt haben, wo es jetzt steht, benutzt es ja die Regierung immer noch als ihr Gästehaus. Ja, es ist ja, Frau Merkel hat mit Obama da ihr berühmtes Abschiedsessen gemacht. Bei Kempinski. Das schreiben Sie in Ihrem Buch bei romantischem Kerzenschein, will man sich gar nicht vorstellen. Ja, da gibt es ein berühmtes Bild. Gibt es ein tolles, berühmtes Bild von den beiden, wie sie kuschelig sich gegenüber sitzen. Es ist im Lorenz-Adlon-Esszimmer, also es ist sehr, sehr intim. Adlon, das Berliner Stadtschloss war ja, glaube ich, 500 Jahre alt. Das ist immer wieder irgendwie umgebaut und erweitert worden. Es geht das Gerücht, dass das Hotel Adlon ja das erste große Hotel in Europa war, das vollständig elektrifiziert war und dessen Zimmer fließendes, warmes und kaltes Wasser hatten. Und ein weiteres Gerücht ist, dass der Kaiser auch ins Adlon gekommen ist, um dort zu baden, weil das im Schloss wohl nicht so komfortabel war. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es ist 1907 eröffnet worden. Ich glaube, im gleichen Jahr wie das Kaufhaus des Westens, das KDW. Genau. Kurz vorher des Kaufhaus des Westens, ja, genau. Und man muss besonders herausstellen, dass jedes Mal damals elektrisches Licht hatte und fließendes, warmes Wasser. Also Berlin war da noch nicht so hygienisch und technifiziert wie heute. Heute redet man über fehlendes Internet, damals hätte man über fehlenden Strom reden können. Das stimmt. Die Kaiserzeit ging damit Ende des Ersten Weltkrieges zu Ende. Wilhelm II. Ging ins Exil. Und ich glaube, ihr Großvater war dem Kaiser ja nicht nur wirtschaftlich verbunden, sondern war auch treuer Monarchist. Wenn man so der Legendenbildung Glauben schenken darf, konnte er nicht akzeptieren, dass die Monarchie dann nicht mehr existierte. Und indirekt, glaube ich, ist er dann auch daran gestorben, weil damals wie heute, damals anders als heute, konnte das Brandenburger Tor ja auch von Automobilen durchfahren werden. Aber die mittlere Spur war dem Kaiser vorbehalten. Und insofern konnte man sich da als Fußgänger sicher wähnen, wenn man da stand oder lief. Aber nach
dem Ende der Monarchie gab es ja keinen Kaiser mehr und damit war auch diese mittlere Spur niemandem mehr vorbehalten. Und ich glaube, durch einen Autounfall ist dann ihr Großvater, ihr Urgroßvater daran verstorben. Ja, für Lorenz war das Ende der Monarchie eine Art von Verfall der Sitten. Ja, und dieser Mittelstreifen des Brandenburger Tors ist dafür sehr, sehr symbolisch. Ja, er ist da täglich hingegangen, um auf sein Haus zu schauen, um auf sein Werk zu schauen. Ja, und ja, er war da auch schon ein alter Mann. Es gibt ein Foto von ihm 1918, wo er wirklich einfach, man sieht einfach, er sieht wahnsinnig schön aus. Er hat immer noch dieses Glitzern eines Gründers, eines Machers in den Augen, ohne Frage. Das wird ihn auch nie verlassen haben. Meine Großmutter, die ihm ja sehr, sehr nah war, hat das auch immer erzählt, dass da immer ein Funkeln da war. Das war eine ganz tolle Beziehung zwischen den beiden. Und aber für Lorenz war das unfassbar, dass auf einmal die Spartakisten, wie heißen sie, Entschuldigung, ja, durch die Straßen fegten, dass auf dem Pariser Platz geschossen worden ist, dass sie ihm das Restaurant am Eck am Pariser Platz zerschossen haben. Das war alles nicht auszuhalten für den Mann. Er hat das nicht verstanden. Ja, warum beschießen sich die Deutschen hier auf einmal gegenseitig? Ja, warum sind hier bürgerkriegsähnliche Zustände? Ja, und ich glaube, in seinem Kopf hat das sehr viel damit zu tun gehabt, dass der Kaiser weg war, dass es niemanden mehr gibt, der halt eben regiert, wie er es sein ganzes Leben lang gewöhnt war. Ich meine, er war selbst im Krieg, ja, der war im letzten preußisch-französischen Krieg. Ja. Aus der heutigen Sicht wird zurückgeschaut auf die Geschichte des Hotels Adlon und ein wesentlicher Teil des Glanzes, der mit dem Namen verbunden ist, rührt aus den sogenannten goldenen 20er Jahren. Die ja zur Hälfte überhaupt nicht golden waren. Anfang der 20er Jahre gab es viel materielle Not, auch in Berlin. Inflation, innere Zerrissenheit, Sie haben es gerade angesprochen, Spartakistenaufstand und so weiter. Und Ende der 20er Jahre kam ja dann schon die Weltwirtschaftskrise mit großer Arbeitslosigkeit und Massenarmut. Aber dazwischen, vielleicht so zwischen 1924 und 1928, gab es in der Tat einen wirtschaftlichen Aufschwung. Mhm. Und die Adligen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, und die Großbürger, von denen ich gesprochen habe, wurden ersetzt durch Künstler, die im Adlon abstiegen. Und Charlie Chaplin, es mag da ein Name sein, den jeder kennt, oder Josephine Baker. Aber das war natürlich eine ganz andere Klientel als bis 1914 eben der Hochadel oder die Großbürger. Fiel es ihrer Familie schwer, sich auf diese neue Klientel einzustellen, auch auf die Amerikaner, die wohl in starkem Maße dann als Touristen dorthin kamen, oder waren das Kunden, Gäste, wie alle anderen auch? Ja, die Stärke eines wahren Gastgebers, eines wahren Hoteliers wie Lorenz es war, der das natürlich nicht mehr miterlebt hat, weil er 21 gestorben ist, aber sein Sohn Louis, mein Urgroßvater, es eben auch war. Die Stärke eines Hoteliers ist, sich auf seine Kunden einzustellen. Ja, man muss ja als Hotelier ein Stück weit eine Neutralität behalten, und der Gast ist König, egal welcher Gast, egal welcher Herkunft. Ja, wenn sich ein Gast, wenn ein Gast kommt, wird er wie alle anderen behandelt. Da darf es keine Unterschiede geben. Es gibt sie natürlich, wenn ein High VIP kommt, wird er natürlich ein bisschen anders behandelt, weil er natürlich auch von anderen Gästen dann wiederum nicht belästigt werden darf, etc., etc. Ja, aber im Grunde genommen ist das Prinzip. Alle werden mit dem gleichen Service, mit dem gleichen Luxus behandelt. Insofern glaube ich nicht, dass es da eine Umstellung gab. Aber ausschlaggebend ist, dass genau zum richtigen Zeitpunkt Hedda, meine Stiefurgroßmutter, aufgetaucht ist. Und Hedda war ja verschrien in unserer Familie. Hedda galt ja als
das Miststück. Sie galt als die, als Ehebrecherin. Ja, Fakt ist, Louis war relativ unglücklich verheiratet mit meiner Urgroßmutter, die aus Böhmen stammt, die gerne Bridge gespielt hat, die ihre Freunde um sich drum hatte und sich als Hoteliersfrau, als Frau Adlon ein ganz anderes Leben vorgestellt hat. Und der, glaube ich, ich meine, die haben geheiratet ein Jahr bevor das Adlon eröffnet wurde. Das heißt, er, der Louis und der Lorenz haben heftigst an diesem Haus gearbeitet, 24 Stunden. Also wenn sie geschlafen haben, haben sie davon geträumt. Ja, und ich glaube, dass die Tilly, meine Urgroßmutter, sich ein ganz anderes Leben als Hoteliersfrau vorgestellt hat, natürlich viel pompöser und so weiter, obwohl die Frau alles hatte, was man sich wünschen konnte, am Oliver Platz, eine Riesenwohnung mit Dienstmädchen, mit Kindermädchen, mit allem drum und dran, ja. Aber ins Adlon ist sie nicht gerne gegangen, nur wenn der Kaiser kam, mit den Kindern auch, ne? Und als Heather dann den Louis gesehen hat und die beiden sich ineinander verliebt haben, von einem Moment auf den anderen, und Heather diese amerikanische Erfahrung hatte, die hat ja lange in Amerika gelebt, war dort auch verheiratet. Sie hieß ja, ihr Mädchennamen ist Seiten, aber sie hieß damals Heather Burger, Burger, Mrs. Burger. Ja? Und die Heather war absolut perfekt. Die hat verstanden, was das Haus zu der Zeit gebraucht hat. Die hat den Tanztee eingeführt. Die hat den Louis, der ja sehr gerne getanzt hat, bei der Hand genommen und hat gesagt, da müssen wir jetzt hinschauen, in die Richtung, da spielt die Musik, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, hat Marek Weber ins Haus geholt, etc., etc. Und insofern muss man einfach ehrlich sagen, obwohl es vielen in der Familie lange schwer fiel, muss man sagen, die Herda war fürs Haus und für den Louis zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt genau richtig. Und was sie auch gemacht hat, sie hat Louis dazu veranlasst, seine Kinder nach Amerika zu schicken. Ja, und das ist natürlich eine sehr interessante Sache, weil wir hatten immer den Verdacht in der Familie, wir haben wunderbare Gespräche zu Weihnachten darüber geführt, dass die Omi, wie wir sie nennen, das ist meine Urgroßmutter Tilly, jüdischer Herkunft war. Und meine Großmutter hat dann immer gesagt, ach Quatsch, das stimmt nicht, die heißt Metzger, oder die hieß Metzger, aber das sind keine Juden gewesen, etc. Und ich hab dann immer einen Witz gemacht, weil mein Vater hat halt eben eine etwas ausgeprägtere Nase, ja, und dann habe ich gesagt, aber schau mal, ja, du sagst immer selbst, ja, weil das ist halt auch diese Zeit gewesen, ja, dass man jüdische Menschen an den Aussehen erkennen kann. Schau mal die Nase an deinem Sohn an, hat sie dann geschrieben. Das war ein Hockeyunfall. Ja. Und so. Und dann habe ich tatsächlich in den Recherchen rausgebracht, dass die Tilly absolut jüdisch war. Und das wird der Louis gewusst haben. Das heißt, die Kinder waren auch halb jüdisch. Ja, und dann sind die sind nach Amerika geschickt worden. Natürlich in den 20er Jahren, da war das noch nicht so extrem, aber Antisemitismus gab es schon immer, ja. Und die sind dann auch großteils bis auf meine Großmutter in Amerika geblieben, sind in den 30er Jahren zu Amerikanern geworden und kamen dann, der Louis Junior kam als Soldat zurück, als Press Officer, kurz nach dem Krieg. Also, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, ja, ist klar, aber es ist, das Ganze ist einfach hochspannend. Einmal aus politischen Gründen, aber auch aus den Gründen heraus, dass die Heather in vielerlei Hinsicht, obwohl sie kontrovers war, in der Familie sehr, sehr gut war. Und auch für diesen Umschwung des Klientels im Anfang. Sie hat verstanden, wer jetzt kommt und was es bringt. In der 20er Jahre begann eine wirtschaftlich schlechte Zeit und damit auch der Aufstieg der Nationalsozialisten. Die hatten nach Berlin als Gauleiter Josef Goebbels geschickt, sicherlich einen sehr aggressiven und guten Rhetoriker, der schaffte, neben den Kommunisten eine starke, radikale Partei in Berlin aufzubauen.
Es gab also sehr viele Linke, sehr viele Rechte. Das Zentrum, die Sozialdemokraten, Liberalen wurden immer schwächer. Und das führte dann nach vielen Wirrungen Ende Januar 1933 dazu, dass Adolf Hitler Reichskanzler wurde. Das war aber nicht mehr die große Zeit, also Sie sprachen vom Gästehaus der Regierung, nicht mehr die große Zeit des Adlon, denn das bevorzugte Hotel der Nazis war der Kaiserhof, der gegenüber der Reichskanzlei am Wilhelmplatz lag. Von dort aus konnte man eben auf die Reichskanzlei schauen. Ich weiß nicht, ob man da auch das Auswärtige Amt noch sehen konnte, aber die Reichskanzlei auf jeden Fall. Und der Inhaber des Kaiserhofs, der war wohl auch den Nationalsozialisten relativ wohlgesonnen. Und die logierten dort. Hitler hatte dort seine Suite und Gauleiter oder wer auch immer dann nach Berlin kamen. Die wohnten halt im Kaiserhof und nicht im Adlon. Mhm. Das setzte sich dann, soweit ich das richtig verstanden habe, auch die ganzen 30er Jahre weiter fort. Es gab dann nochmal eine größere Zeit während der Olympischen Spiele, als ja im wahrsten Sinne die damals bekannte Welt in Berlin zu Gast war, was der Stadt und den Einwohnern sicherlich gut getan hat. Ich habe da Biografien oder Zeugenaussagen gelesen, die das erste Mal im Inder gesehen haben oder noch exotischere Menschen. Damals war das halt in Berlin nicht so, dass da sehr viele Nicht-Europäer existierten und da rumliefen. Mhm. Aber wie gesagt, im gesellschaftlichen Mittelpunkt der Politik stand das Adlon nicht mehr. Wer waren denn in den 30er Jahren die Gäste? Und Sie sprachen von Hedda. Wie hat die sich dann mit den neuen Machthabern arrangiert? Wurden also, da noch alle Gäste gleich behandelt? Ja, natürlich. Ich meine, was heißt gleich behandelt? Das Adlon war nach wie vor weltoffen. Musste es sein. Das war das Hauptklientel. Aber natürlich fielen durch die Nationalsozialisten viele dieser Kunden weg. Ja, der ganze jüdische Kundenstamm kam nicht mehr. Ja, es wurde natürlich immer weniger. Und wir haben auch Briefe von Hedda, wo sie schreibt, dass es halt eben dann wirklich bergab ging, auch finanziell. Ja, also es ging so weit, dass sie ihre Nichte geschrieben haben, wir können dir leider das Taschengeld jetzt nicht in so einem hohen Maß auszahlen wie normalerweise, weil wir es einfach nicht haben. Ja, Postkarten von Louis, wo das hinten draufsteht. Das finde ich sehr vielsagend, einfach, dass das unter den Nazis natürlich das Hotel gelitten hat. Nach der Machtübernahme hat der Chefideologe der Nazis, der Alfred Roller. Rosenberg. Roller war ein Set-Designer, Entschuldigung, der hat mit Gustav Mahler gearbeitet. Ja, der Rosenberg hat tatsächlich ein ganzes Stockwerk im Adlon beschlagnahmt und dort das APA eingesetzt, das Außenpolitische Amt reingesetzt. Warum? Weil im Adlon hatte er den Finger am internationalen Puls. Das war nach wie vor der internationalste Standpunkt in Berlin. Hat er dafür gezahlt? Hat er dafür gezahlt? Das weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Wenn, dann wenig. Ja, sie haben Hedda und Louis unter sehr, sehr großen Druck gesetzt. Hedda hat geschrieben in einem politischen Lebenslauf, den ich entdeckt habe von ihr, dass sie unter Druck gesetzt worden sind. Ja, entweder treten sie die Partei ein oder der Betrieb wird kassiert. Ja, und so sind die dann 1941 erst eingetreten in die Partei, weil es einfach hieß, es geht nicht, das erste Haus am Platz. Und sie sind nicht in der Partei, ja? Also sind sie eingetreten. Aber sie haben, sie waren nur zahlende Mitglieder, haben aber kein Amt, kein Amt inne gehabt. Insofern arrangieren, glaube ich nicht, dass man das so nennen kann. Sie haben sich wie ein Hotelier sich verhalten muss. Und natürlich, ich meine, das Lebenswerk dieser beiden Männer, ja,
haben sie natürlich alles gemacht, dass sie es da durchkommen durch diese Zeit, in der Hoffnung, dass es nicht schlimmer wird. Aber ich habe auch zum Beispiel einen Brief entdeckt von Louis an Hedda, 1937 geschrieben, über seine Beerdigung, wie er sich seine Beerdigung wünscht. 1937, ja, da war der kleine 50. Ja, und in dem Brief geht ganz klar davon, da geht es ganz klar darum, dass er damit rechnet, dass seine Taten nicht unbedingt legal sind und dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und diese Taten waren, das Adlon war einer der wenigen Häuser, einer der wenigen Arbeitsgeber, die nicht gefragt haben nach einem Ahnenpass, die nicht gefragt haben, ob jemand jüdisch ist oder nicht, sondern haben die Leute eingestellt. Ja? Und das hat, und dann hat er auch denjenigen, die, also zum, ich habe einen Herrn kennengelernt, den Bill Freeman, Wilhelm Freund, damals, und ich habe ihn kennengelernt und hat gesagt, ihr Großvater hat mein Leben gerettet. Sag ich, tatsächlich, sage ich, ja, ich bin jüdisch und ich habe es geschafft, meine Eltern und ich haben geschafft, dass wir Tickets kriegen zur Ausreise aus Berlin, aber ich habe es nicht, was aus Deutschland, aber ich war noch in der Lehre im Adlon und ich hatte das Glück, dass ich auf dem Stock von Herrn Adlons Büro gearbeitet habe. Und dann bin ich zuerst zum Direktor gegangen und habe ihn gefragt, ob er mir frühzeitig ein Zeugnis ausgeben kann. Er hat ihm gesagt, ich bin jüdisch und Direktor. Kretschmann hat gesagt, auf keinen Fall. Nein, geht nicht, das war halt ein Nazi. Und dann hat er den Mut gefasst und ist mal auf meinen Urgroßvater, den Louis, zugegangen. Und Louis hat ihm sofort ein Zeugnis ausgestellt. Und mit diesem Zeugnis, in diesem Zeugnis stand, dass er ihn zur Weiterbildung nach Argentinien empfohlen hat, damit er auch Sprachen lernt, weil er so vielversprechend ist und so weiter. Und das hat geklappt. Und damit hat er seine Familie rausgekriegt. Ja, und das, der Louis hat lauter solche Sachen gemacht. Und das war, glaube ich, riskant. Also wenn man sich politische Biografien anschaut aus den 20er Jahren, liest man immer wieder, dass viele Staatsmänner auch im Adlon abgestiegen sind, weil wenn man um die Ecke gegangen ist in die Wilhelmstraße, war eben das Auswärtige Amt, andere Ministerien, die Reichskanzlei. Mhm. Davon liest man dann zur Nazizeit eigentlich nichts mehr. Und mir ist besonders auffällig, dass im November 1940 der damalige Außenminister der Sowjetunion Molotow Berlin besuchte. Und der wurde untergebracht im heutigen Schloss Bellevue, weil das Gästehaus der Reichsregierung war. Also man setzte dort nicht mehr auf Hotels, weder den Kaiserhof noch das Adlon, soweit ich das verstehe, sondern brachte eben die ganz hochrangigen Gäste im Schloss Bellevue unter, dort, wo heute der Bundespräsident residiert. Mhm. Sie sprachen davon, dass 1940 Hedda und Louis Adlon in die NSDAP eingetreten sind. 41, ja. Mhm. 41. Ich habe auch gelesen, dass zum Ende des Krieges, als in Berlin schon stark Bomben zerstört war, tatsächlich Nazis oder Ministerien Sitzungen im Adlon abgehalten haben, weil bis zum Kriegsende das Adlon eben relativ unzerstört war. Es war nicht von Bomben zerstört, sodass man sich da eben treffen konnte, anders als in vielen anderen Gebäuden in Berlin-Mitte, die eben stark zerstört waren. Jetzt kam die Kapitulation Berlins. Die Rote Armee hat Berlin eingenommen. Wenn ich das richtig weiß, gab es ja im Adlon ein Soldatenlazarett, aber eben auch ein Krankenhaus für Bürger, die da Schutz suchten. Wie ging denn das dann sozusagen über? Die Nazis waren weg, die Rote Armee war da. War das friedlich oder gab es da Friktionen? Naja, das heißt friedlich. Die Russen, die kamen, haben mit der Familie zwei Dinge gemacht.
Zum einen haben sie mein Urgroßvater in seinem Landhaus verhaftet. Aus dem Grund heraus, weil die Frau eines Angestellten, die Angestellte, die noch in Berlin waren, waren eingeladen, in den letzten Kriegstagen Schutz in Neufahrland zu nehmen, in der Privatvilla von Louis und Hedda. So nah waren die mit ihren Leuten. Ja? Und die Frau eines Angestellten, als die Russen da in der Tür standen und nach Nazi-Bonzen in den Villen gesucht haben, natürlich, hat dann sich zwischen den Kommandanten und meinen Urgroßvater gestellt und hat gesagt, wissen Sie nicht, wer das ist? Das ist Louis Adlon, das ist der Generaldirektor des Hotel Adlon. Und die Russen haben natürlich ein Wort gehört, General, und haben ihn sofort mitgenommen. Ja. Und also das ist das eine. Und die haben ihn verhört und wochenlang hin und her geschleppt. Und also es muss furchtbar für ihn gewesen sein. Und er ist daran auch gestorben. Der ist nie wieder zurückgekommen. Ja. Und dann haben wir auch sehr spannende Sachen entdeckt, was das angeht. Also tatsächlich ein Zeugenaussagen, eine Aussage von jemandem, der ihn gefunden hat, in ein Lazarett gebracht hat, wo er dann auch gestorben ist. Also, oder in einem Lazarett gebracht und ihn heimgebracht hat, wo er dann gestorben ist. Also es ist furchtbar. Dann, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Haus. Da haben die Russen im Keller über 1 Million Flaschen Wein gefunden. Ja? Und die haben natürlich gesagt, Wahnsinn, und haben Wein aufgemacht und haben gefeiert. Sie haben gerade den Krieg gewonnen. Ja, hätte ich auch, ohne Frage. Ja, und haben, das war eine Weingroßhandlung unten im Keller auch, beziehungsweise da wurde verpackt. Gibt es auch noch wunderschöne Bilder davon. Und damals wurde natürlich mit Stroh verpackt und die haben das Stroh angezündet. Ob es aus Versehen oder absichtlich war, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie das löscherfahrene Adlon-Personal, das noch im Haus war, daran gehindert, das Haus zu löschen. Und damit brannte es ab. Also friedlich kann man das nicht nennen. Ja. Das war sozusagen für viele Jahrzehnte ja dann das Ende des Glanzpunktes am Pariser Platz. Mhm. In einem Seitenflügel, der wenig zerstört war, gab es dann noch ein Hotel, aber das hat ja mit dem Glanz des alten Adlons dann nichts mehr zu tun. Jetzt fällt die Mauer 1989-90. Mhm. Ich als gebürtiger Westberliner kenne den Pariser Platz offen gestanden. Also ich war zwar als Kind vor der Mauer noch in Ostberlin, aber kann mich daran wenig erinnern. Ich kenne den Pariser Platz nur abgeräumt, solitär, das Brandenburger Tor in der Mitte stehend. Und mir fehlte 1990 im Januar, Februar dann auch die Fantasie, mir eine totale Bebauung des Pariser Platzes wieder vorzustellen. Und ich war dann elektrisiert, als ich gelesen habe oder gehört habe, das Hotel Adlon wird wieder aufgebaut. Ja. Muss man dazu wissen, weiß nicht, wie weit Sie da mit der Westberliner Geschichte vertraut sind. Westberlin war ja nun nicht sehr berühmt für ganz tolle Hotels oder super Restaurants wie früher. Es gab das Intercontinental und vielleicht noch ein, zwei andere Hotels. Das Bristol natürlich, das Campy. Ja, mhm. Wobei da der Name vielleicht auch besser war als die einzelnen Zimmer. Ja. Ist ein bisschen niedrig alles, ja. Mhm. Ja. So, und nun entsteht also das Adlon und damit jedenfalls so lange, bis unter den Linden wieder schön aufgebaut war oder Stadtschloss, die Mitte des alten Berlins. Wie haben Sie diese Zeit empfunden und welche besonderen Erlebnisse hatten Sie da? Ich glaube, das war jetzt auch nicht für Sie als Familie die rundum allerbeste Zeit, die sich da abspielte. Ja, es war eine gemischte Sache. Ich meine,
ich bin aufgewachsen mit den Erzählungen über das Adlon, mit dieser Legende. Darf ich Sie da kurz unterbrechen? Bei diesen Erzählungen am Kaffeetisch oder bei der Weihnachtstafel, haben Sie jemals daran geglaubt, dass wieder eine Zeit kommen könnte, in der das Adlon neu ersteht? Das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich nicht. Weil wir ja enteignet waren von den Russen. Ja, die Russen, dank dieser einen Aussage, das ist der Generaldirektor des Hotel Adlon, ja, haben Louis und Hedda als Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrecher eingestuft und haben somit 1949 die Familie komplett enteignet. Da gibt es diese sogenannte Liste 3, da sind einige drauf. Einige. Und wir wussten natürlich von der Enteignung, war ganz klar, wir wussten aber nicht, weil der Kontakt mit Hedda war komplett abgerissen. Wir wussten nicht, dass Hedda da halt eben auch wirklich probiert hat in der Zeit. Das habe ich dann jetzt durch die Recherchen alles entdeckt. In der Nachkriegszeit hat sie probiert, das Haus natürlich zurückzubekommen. Das wussten wir aber nicht und das hat auch nicht geklappt. Wir haben nicht gedacht, dass das Adlon wieder geben würde. Aber wir haben auch, wenn irgendwie entdeckt haben, dass irgendwo jemand ein Hotel Adlon aufgemacht hat, sind wir da reingegangen, oder beziehungsweise mein Vater hat gesagt, heißen Sie so? Ich aber. Also, wie heißen Sie? König? Ja, dann nennen Sie es doch bitte Hotel König. Ja? Mhm. Insofern haben wir es schon beschützt. Ja, und wir haben auch noch aus dem Privatbestand Möbel gehabt und unser wunderschönes Adlon-Silber, das wir alle lieben und das so quer durch die Familie verteilt ist, jeder ein bisschen was davon hat und wir zu speziellen Anlässen halt eben damit essen. Insofern war es uns immer sehr, sehr nah und gleichzeitig extrem fern. Ja, es ist so fiebertraummäßig, kann man schon fast sagen. Und es war halt nicht greifbar. Es gab es halt nicht. Ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben, mit was man das vergleichen kann. Aber dieser Mythos war definitiv da. Und auch die, was damit verbunden war, als ja, einen gewissen Anstand haben, gerade zu sitzen, dass der Mund eben zur Gabel kommt und die Gabel zum Mund kommt und nicht der Mund zur Gabel. Etc. Diese ganzen Sachen waren immer so ein bisschen angehangen an dieses Hotel, an diesen Familienleitsatz Adlon Oblige, der natürlich ein Wortspiel ist von Noblesse Oblige. Ja, aber im Grunde genommen, nein, dass das Adlon wieder aufgebaut werden könnte, war erst Realität, als die Mauer fiel und der Herr Walterspiel, das war damals Kempinski-Vorstand, uns angerufen hat und mein Vater gefragt hat, ob wir das Adlon wieder zusammen aufbauen wollen. Und dann hat mein Vater relativ schnell und keck geschaltet und hat gesagt, wieso wir? Ja, nach dem Motto, das mache ich, wenn dann schon einer. Ja. Und da gab es halt eben einen Vertrag mit der Hedda, den die Hedda auf Leibrente mit eben Kempinski gemacht hat. Mit dem Herrn Unger, das war eine jüdische, die Kempinskis waren eine jüdische Familie. Ja, und das Kempinski war ein Restaurant in den 30er Jahren noch, das dann arisiert wurde. Die Familie Kempinski, der Berthold Kempinski ist mit seiner Familie nach Amerika, der hat es geschafft. Und der hatte Töchter und sein Schwiegersohn, der Herr Unger, ist nach dem Krieg wieder nach Berlin gekommen. Und in Berlin hat er das eben an der Stelle des alten Kempinski-Restaurants eben das Bristol gebaut. Ja? Was jetzt Bristol heißt, damals Kempinski. Und mit dem Herrn Unger hat die Hedda
angefangen, Verhandlungen zu machen, und die wurde dann durch eben die Hotel AG, die Hotelbetriebs AG, die das Kempinski gekauft hat, wurde das weitergeführt. Und er hat geschafft, auf Leibrente dass Kempinski einen Vorkaufsvertrag hat, Vorkaufsrecht hat, falls Berlin wieder eins wird, falls Deutschland wieder eins wird. Ich meine, ja, so weit hat die Frau gedacht, ja, dass Kempinski dieses Vorkaufsrecht hat, das Adler wieder aufzubauen. Und somit waren ganz klar Kempinski einfach die Partner, die haben das geltend gemacht, diesen Vertrag. Und das lief auch alles sehr, sehr gut. Und wir waren auch voll dabei. Wir haben die Innenausstattung mit ausgesucht. Wir haben den Innenarchitekten mitgemacht. Wir haben hin und her, ob das Haus ein ganz modernes Haus wird oder ob es sich tatsächlich an das alte Adlon anlehnt und so weiter. Also all diese Sachen, da waren wir sehr, sehr dick drin. In erster Linie natürlich meine Eltern und ich mehr im Hintergrund. Ich habe den Spatenstich fürs neue Haus gemacht. Ich habe die Rede zur 100-Jahr-Feier gehalten, zu 100-Jahr-Feier. Mein Vater hat die Eröffnungsrede gehalten. Es war, also wir sind da schon sehr, sehr nah dran. Aber die Regierung Kohl hat dann leider entschieden, dass wir unseren Baugrund nicht zurückbekommen. Das heißt, die Enteignung der Russen stehen bleiben würde, bestehen bleiben würde. Und das haben wir natürlich anfangs nicht hinnehmen wollen, ist klar. Und haben angefangen, das zu bekämpfen, wie auch andere. Und dann wurde aber auch sehr, sehr schnell klar, dass es ein David-gegen-Goliath-Kampf ist. Den kann, also... Vielleicht darf ich da kurz reingrätschen. Ja. Mhm. Die Argumentation der damaligen Bundesregierung war, es würde sich um eine Enteignung der sowjetischen Besatzungsmacht handeln zwischen 1945 und 1949. Und damals seien dem Kriegsverbrecher, Naziverbrecher, wer auch immer, enteignet worden. Und eine Bedingung für den Wiedervereinigungsvertrag, an dem ja auch die Sowjetunion teilhatte, wäre gewesen, dass diese Enteignungen der Kriegsverbrecher nicht rückgängig gemacht werden dürften. Mhm. Gorbatschow selbst hat dann in einem Interview oder beziehungsweise in einer Rede gesagt, dass das absolut absurd wäre. Hat das tatsächlich, man, so wunderbar, es gibt einen Videomitschnitt davon, man hört ihn sagen, absurdum. Ja? Und das hat einfach nicht gestimmt. Ja, sie haben das, Deutschland hat das Geld gebraucht, damit sie den nicht die Steuern erhöhen müssen wegen der Wiedervereinigung, ja, damit sie das finanzieren können, die Wiedervereinigung. Ja, aber sie haben es halt eben auf diese Art und Weise gemacht, die ich absolut nicht in Ordnung finde, muss ich sagen. Ja, zudem, ja, wenn Louis und Hedda Kriegsverbrecher gewesen wären und Nazis durch und durch und Antisemiten und etc. Ja, okay, gut. Dann ist es so. Ja, dann haben sie es verdient, aber sie waren es nicht. Und wir haben das immer gespürt. Das waren internationale Leute. Ja, sie haben noch in den 30er Jahren, habe ich einen Zeitungsausschnitt gefunden, wo sie darüber sprechen, dass sie hoffen, dass die Regierung sich nicht so national verhält, weil es für den Tourismus und für die Hotellerie tödlich ist, wenn die Leute wegbleiben, die internationalen Gäste. Das heißt, es ist absolut absurd, dass Hedda und Louis Nazis gewesen wären. Da geht kein Weg hin. Und dann entdecke ich erstens, dass meine Urgroßmutter Tilly Jüdin war. Das heißt, meine Großmutter halbjüdisch. Ja? Dann, ich habe keine Ahnung, wie die das geschafft haben zu verdecken über den Krieg. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Meine Urgroßmutter, die Tilly, hat gesagt, ja, wieso, ich bin Christian Science. Und ist in München an der Feldherrenhalle, musste man ja immer, wenn man an der Feldherrenhalle vorne vorbeiging, musste man ja Heil Hitler schreien. Ja? Und das hat die mit der vollen Lunge gemacht. Ja? Einfach nur, um zu covern. Das ist unfassbar. Ich habe keine Ahnung, wie sie es hingekriegt hat, dass es nicht aufgeflogen ist. Ja, und mein Vater hat erzählt, dass es immer getuschelt wurde und dass immer ein bisschen Angst war. Die waren halt in Bayern auf dem Land, ja, während dem Krieg.
Ja, aber schon sehr, sehr extrem die Situation. Und ja, und dann habe ich halt eben, also ich habe entdeckt, dass die bei der Senatsverwaltung für Finanzen Dokumente lagen, die eidesstattliche Aussagen waren von der Witwe von Paul von Hase, das ist Margarete von Hase, die bestätigen nicht nur, dass Hedda und Louis keine Nationalsozialisten waren, sondern die Nazis gehasst haben, sondern auch, dass sie im Widerstand tätig waren. Ja, Paul von Hase war Generalleutnant von Berlin und hatte das Regierungsviertel unter sich und wurde hingerichtet für das Assassinatattentat. Er war dafür verantwortlich, Herr Goebbels verhaften zu lassen und das Regierungsviertel abzuriegeln, damit der Militärputsch gelingt in Berlin. Ja? Und ich habe seinen Sohn Friedrich Wilhelm von Hase, der lebt noch, der ist 81, der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, wir sind mittlerweile gute Freunde. Ja? Ich bin dann nach Mannheim gefahren zu ihm und habe ihm diese Briefe, diese Aussagen gezeigt. Dann habe ich gesagt, ja, so war das. Und wenn meine Mutter das über Hedda und Louis schreibt, dann war das so, weil sie sich selbst als Opfer des Faschismus nennt. Ja, Opfer des Nationalsozialismus nennt. Das heißt, sie hätte das niemals geschrieben, wenn das nicht so war. Adlon, ja. Was ich nicht verstehe, ist in unserem Rechtsstaat, warum eine Bundesregierung dann etwas behaupten kann, was die andere Vertragsseite für nicht richtig hält und zurückweist und warum es dann keine Gerichte gibt in Deutschland, die die Entscheidung der Bundesregierung widerrufen. Wir erleben doch fast jeden Tag oder jede Woche, jeden Monat, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof irgendwelche Entscheidungen oder Gesetze der Bundesregierung aufhebt, weil sie eben nicht gesetzeskonform sind. Warum ist die Regierung Kohl damals damit durchgekommen, die Liste 3, von der Sie gesprochen haben, der sowjetischen Militäradministration, SMAD, weiter bestehen zu lassen und nicht diese Grundstücke, die in der Zeit zwischen 45 und 49 von der SMAD beschlagnahmt wurden, zu restituieren? Ja, zum einen muss man sagen, es gibt bestimmt Grundstücke auf dieser Liste, die eben tatsächlich Nazi-Aktivisten und Kriegsverbrechern gehört haben. Das ist das eine. Ja? Das heißt, man hätte diese Liste durchgehen müssen. Ja? Und ich glaube, dass sie das absolut vermeiden wollten. Weil es geht da um wirklich wahnsinnig viel Geld. Zum anderen sind sie damit durchgekommen, weil sie klipp und klar einfach diese ja anscheinend Lüge gebracht haben, dass das sonst keine Wiedervereinigung geben würde. Ja, dass die Sowjetunion sagen würde, nein, dann bleibt die DDR die DDR, dann war es das. Ja, und ich weiß nicht, natürlich mit so einer Drohung, ja, was sind denn die Folgen, wenn das passiert? Was, weitere Aufstände, Bürgerkrieg, was weiß ich, ja? Dass der Kalte Krieg wieder losgeht, wer weiß, in welche Richtung das gehen könnte, ja? Und ja, wenn man Leuten droht, ja, also ich meine, es ist ja eine menschliche Frage. Ich denke, dass die auf diese Art und Weise damit durchgekommen sind. Fair ist es nicht und wir sind bestimmt nicht die Einzigen auf dieser Liste, die beweisen könnten, dass es zu Unrecht so passiert ist. Na? Sie leben heute in Wien, Herr Adlon, sicherlich eine der attraktivsten Städte in Europa. Berlin hat auch seinen Reiz, unter anderem das Hotel Adlon wieder neu erstanden unter Kempinski-Führung. Heute geführt, wenn Sie nach Berlin kommen, wohnen Sie im Adlon oder wohnen Sie woanders? Ich wohne
im Adlon. Ich wohne auch gerne im Adlon. Es ist nur sehr, sehr lustig. Ich bin oft in Berlin, ich bin auch gerne in Berlin. Aber ich sage immer, dass das Adlon für mich so ein bisschen wie Little Las Vegas ist. Ich kenne Berlin nicht, weil ich immer im Adlon bin. Wenn ich in Berlin bin, wollen mich die Leute im Adlon sehen. Die kommen dann, ah nein, nein, wir kommen zu dir ins Adlon, weil es natürlich schön ist, in der Halle zu sitzen, ja, ist klar. Das heißt, ich bin in Berlin im Adlon, ich bin gerne im Adlon. Es ist nach wie vor, muss ich sagen, ein wirklich hervorragend geführtes Haus. Ich mag dieses ganze Konzept, das das Adlon hat, mit diesen Ladies and Gentlemen in Red. Das hat was, es ist sehr schön, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde, Kempinski macht das sehr, sehr gut. Ich habe auch schon woanders genächtigt im Adlon, als im Adlon in Berlin. Da gibt es auch eine Reihe von anderen tollen und schönen Hotels, auch von der Lage her ganz anders. Ja, also zum Beispiel das Bristol ist natürlich am Kudamm, ist natürlich eine ganz andere Lage wiederum als halt eben dein Regierungsviertel. Aber der Pariser Platz nach wie vor, finde ich, ich finde das einfach spannend. Und ich finde es auch spannend, dass eben der Lorenz damals wusste, das ist der Platz für ein erfolgreiches Hotel, das sich auch über Generationen dort behaupten würde. Ja, er hat einfach diesen Riecher gehabt. Er hat ihn immer gehabt, diesen Riecher. Er hat den Riecher gehabt in Mainz damals für den Raimundi-Garten. Ja, das war ein Riesenerfolg, bis es dann fast weggeschwemmt wurde durch eine Hochflut. Dann hat er am Rembrandtsplein in Amsterdam hat er das Mille Colonnes geführt als sein erstes Hotel. Das ist heute Partymeile in Amsterdam. Ja, da, und damals schon. Es war ein Haus mit, die hatten unten ein riesen Café mit Billardtischen und das erste Bier, das mit Kohlensäure gezapft wurde. Und also, er hatte immer einen Riecher gehabt für die Dinge. Gewerbeausstellungen, die ganzen riesengroßen Festzelte, die er gemacht hat, immer einen Riecher gehabt, war immer am richtigen Platz. Die Zooterrassen, die er gemacht hat in Berlin, einfach ein absoluter Erfolgs- und Self-Made-Man. Und auch einer, der keine Angst hatte, Risiko einzugehen. Ja, und er kam, und das von einem Mann, der aus dem absoluten, aus der Mainzer Gosse eigentlich kommt. Ja, der kommt aus einer winzigen, aus einer ganz engen Gasse war das Haus, sein Elternhaus in Mainz. Und seine Mutter war Hebamme und war anscheinend sehr, sehr gut und hat dann auch in den Adelshäusern entbunden, ja, und hat wahrscheinlich von dort die Geschichten mitgebracht, wie schön es war, ja, diese Häuser. Ja, und das hat ihn natürlich gereizt. Und dann, der Vater war Schuster, Flickschuster. Eigentlich wäre es ja so gewesen, dass er dann auch dieses Gewerbe nehmen würde, weil eine Lehre, damals musste man ja bezahlen. Man ist ja nicht bezahlt worden für die Lehre, sondern musste als Lehrbub, musste man ja bezahlen für die Lehre. Und trotzdem ist er zu Bembe gekommen, das haben ihn die Eltern ermöglicht, ja, und wurde Schreiner. Und dass dieser Mann diesen Aufstieg gemacht hat, diesen absoluten Self-Made-Aufstieg und mit seinem Sohn dann weiter, das Hiller mit ihm gemeinsam gemacht hat, das Restaurant in Berlin und so. Das ist halt das, was an dem Ganzen heute, was mich stört. Ich möchte nicht sagen, dass es schmerzt, weil wir ja Filmemacher sind und ein ganz anderes Leben geführt haben, aber doch als Familien Historian muss ich sagen, stört es und schmerzt eigentlich fast, dass die Regierung jemandem das auf so eine hinterlistige Art und Weise wegnimmt, was sich wirklich mit Sweat and Tears and Blood sich erarbeitet worden ist. Ja.
Herr Adlon, ich kann das nicht nachvollziehen aus eigenem Leben, aber ich kann verstehen, was Sie sagen. Sollten wir beide mal gemeinsam in Berlin sein, zufällig, und Sie mir eine Stunde Zeit gewähren, verspreche ich Ihnen, Sie können dann entscheiden, ob wir uns im Adlon in der Halle auf ein Café treffen oder irgendwo anders. Gerne im Adlon. Sehr, sehr gerne im Adlon. Das ist immer schön und ich würde Sie da gerne einladen mal. Würde mir großen Spaß machen. Aber wir können auch ins Bristol gehen. Da würden wir dann vor zwei Gemälden hängen. Wir nicht hängen, sondern da im, lustig, sondern im Bristol im Café hängen zwei, in der Bar hängen zwei Gemälde, nämlich Hedda und Louis hoch zu Ross. Das hat damals die Hedda aus Dank Kempinski geschenkt. Die hingen damals in der Villa noch. Und das ist auch schön. Da könnten wir uns auch treffen. Also, wir haben viel vor. Ich freue mich drauf. Ja, schön. Ich danke Ihnen erstmal heute für das Gespräch. Sie bringen am 27. September das Buch, das im Heine Verlag erscheint, Ein Hotel, sechs Generationen, die Geschichte meiner Familie, raus auf den Markt. Ich bin schon gespannt auf das Buch und danke Ihnen dafür, dass wir heute darüber sprechen konnten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.